Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier bei Arthur und Scotch. Bevor wir weiterreiten nach diesen wundersamen Abenteuern hier mit dieser, na, nennen wir sie mal Zirkustruppe, möchte ich noch was anderes machen. Ich möchte mal kurz hier ein bisschen ins Inventar gucken, ein paar Sachen da klären. Als erstes, wir haben ja den zweiten Double Action Revolver aufgenommen. Wollte ich eigentlich nicht, weil ich glaube, man kann deshalb zwei verschiedene Waffen von einer Sorte aufnehmen, damit man beim Doppelholster gewissermaßen ja auch zwei die gleichen Waffen wählen kann, wenn man das unbedingt möchte. Wollte ich nicht, jetzt habe ich den und blöderweise erlaubt einem das Spiel auch nicht, irgendwie Waffen abzuwerfen, abzugeben, zu verkaufen oder sowas. Nun gut, ich werde den auch jetzt hier nicht reinigen. Wir haben schon den Double Action, aber ich habe mir das mal angeguckt. Ich denke, ich gehe als Hauptwaffe hier auf den Schofield. Gefällt mir doch irgendwie ein bisschen besser. Hat eine höhere Genauigkeit, nur eine leicht schlechtere Nachladezeit. Eine leicht schlechtere Feuerrate, dabei einen deutlich höheren Schaden. Also die Schofield gefällt mir jetzt doch besser. So, tausche das mal aus. Okay. Das nächste ist, dass wir mal kurz ins Inventar schauen, denn ich habe gesehen, wir haben dort Kräuter und diese Kräuter, da wissen wir noch nicht, was für Eigenschaften die haben. Die müssen wir offenbar erstmal essen und probieren. Bei der Schafgarbe wissen wir es, beim Ginseng zum Beispiel nicht. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher, ob es nötig ist, um sie für Rezepte zu verwenden. Ich glaube nicht. Aber ich denke, es ist trotzdem mal gut, einfach zu wissen, wofür die gut sind. Hier sehen wir das Ginseng, okay, Gegenstände. Kern, Gesundheitskern, Pferde und so weiter. Violettes Schneeglöckchen klingt jetzt ein bisschen giftig. Essen wir trotzdem. Scheint ihm nicht geschadet zu haben. Da haben wir auch Gegenstände, Kernausdauer, hochgiftig für Pferde. Indianertabak nehmen wir auch nochmal. Was haben wir da? Da haben wir Gegenstände, Dead Eye, hochgiftig für Pferde und zu guter Letzt Salbei. Und damit müssten wir jetzt eigentlich alles, was wir im Moment besitzen, auch probiert haben. Okay, gut. Salbei, Gegenstände, Ausdauer, Kern, Pferd. Das nächste, was ich jetzt mal ausprobieren möchte, weil ich das noch nie getan habe, ist Folgendes. Und dafür nehme ich jetzt mal hier eine Jagdwaffe mit, nämlich unser Springfield. Oder nee, wir hatten doch jetzt gesagt, wir nehmen jetzt mal das andere als Jagdwaffe, ne? Wir hatten ja jetzt was Neues, ne? Das Rolling Block Gewehr, genau. Und zwar will ich mal gerne ausprobieren, wie das mit diesen Ködern funktioniert. Aber vorher pflücken wir noch ein bisschen Schafgarbe. Es gibt da so Geruchsköder zum Anlocken von Pflanzenfressern oder Raubtieren. Und das finde ich ganz interessant. Und wir haben ja hier schon eine schöne, wie soll ich sagen, eine schöne Wiese. Die könnten wir doch eigentlich mal für so ein Experiment nutzen. So, und ich würde mal sagen, wir legen mal das hier hin und verschwinden dann hinter diesen Stein. Und ich glaube, wir können das auch von hier aus auswählen. Genau, wir nehmen erstmal so eine angebrochene Geruchstarnung. So, reib dich schön damit ein. Dann nutzen wir mal so einen, ich will mal einen Raubtierköder nutzen. Okay, hat nicht geklappt. So, jetzt, hat doch geklappt, verdammt, habe ich jetzt zwei verwendet. Ich war mal wieder zu ungeduldig. So, Affe, jetzt schnell verschwinden. Na, bin ich mal gespannt. So, jetzt gucken wir mal, ob da irgendwas ankommt. Ich höre schon irgendwas. Vielleicht kommt sie auch von hinten an. Vielleicht ist es hinter dem Hügel und ich sehe es nicht. Da hinten ist irgendwas, aber das ist, glaube ich, ein Pferd. Irgendwas höre ich. Oder war es ein Vogel? Ja, das ist ein Pferd.
So, mein Raubtier. Wo bist du? Okay, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass es hinter dem Hügel ist und ich hier schlechte Sicht habe. Das sind keine Raubtiere. Weißwedelhirsche. Also, irgendwie hat es mit dem... Wow, die riechen uns überhaupt nicht. Das ist eine Kutsche. Okay, also das Experiment hat irgendwie nicht geklappt. Ich schleiche mich nochmal von der anderen Seite an. Also das ist der Hügel. Und vielleicht hat es uns doch gerochen, obwohl wir die Tarnung hatten. Ich weiß es nicht. Müssen wir nochmal ausprobieren. Bei anderer Gelegenheit. Vielleicht ist das Ganze dann erfolgreicher. Okay, gut. Kehren wir zurück zu Scotch, beziehungsweise gucken wir mal. Da ist auch noch möglicherweise Jagdwild. Stern 1, Stern 1, Stern 2. Nee. Kein Jagdwild für uns. Haut mal schnell ab. Gut, okay, dann reiten wir hier fort. Wir machen uns auf den Weg. Der Plan war, und dem will ich jetzt auch erstmal noch folgen, dass ich hier, warte mal, das kennen wir jetzt, dass ich als nächstes mal hier zu Ares Field hinreite. Ich glaube, diese Gebäude kennen wir noch nicht. Dann, schaut mal, auch der Weg ist uns unbekannt. Und dass wir dann hier zum Ringneck Creek uns das Gebäude nochmal anschauen. Und dann entweder zurück zum Lager oder in Richtung Rhodes, um mit Dutch, ja, oder die Geschichte mit den Grays vielleicht auch zuerst zu machen. Müssen wir sehen. Also erkunden wir erstmal ein bisschen wieder hier die Gegend und ein bisschen jagend sollten wir jetzt auch, finde ich, mal wieder. Wie spät ist es eigentlich? 17.43 Uhr, okay, das ist relativ spät schon. Die kann erstmal weggesteckt werden. Wenn, dann brauchen wir das Wormand. Das wähle ich auch gleich mal aus. Was haben wir dort? Einen rastenden. Nicht wieder umreiten. Oh Gott, den haben wir nur geweckt. Naja, alles klar. Gut, also weiter. Die Abendsonne steht schon am Himmel. Schöne fette Wiesen hier in der Gegend. Wir müssen eigentlich hier rüber. Den Übergang kennen wir, glaube ich, schon genau. Den. Ja, was ist los? Na los, komm. Oh, you kind, mister. If he be so kind to take me to Le Gras, that's where I'm from. That's where my people is from. Le Gras, ist das etwa wieder im Sumpf? Oh ja. Alles klar. Ich weiß gar nicht, das ist, scheint ein Ort zu sein. Den haben wir noch gar nicht uns angeguckt. Na gut, Planänderung. No offense, mister. Just don't trust them much. Quite all right, ma'am. I don't trust him much either. You seem like a horse rider? Yeah, your whole life, I bet. Horse don't help much in Le Gras, no. Need a horse can swim fine as a duck, be much more used to us. Last horse we bought, got his foot stuck in the mud, gator came and ripped his leg off. The horse just wobbling in the water, another gator came and took the other leg. Yeah. Then the horse fell and died before Paul Thomas could come by with a rifle on him. I is no word of lie. Jesus. You sure it's the horse that's the problem? Maybe you should be worrying about the gators. Where was it? Le Gras? Well, that's how life is. Bet
bet you travel a lot. You a fool. Can't find yourself no home to live and grow and dying if you always moving. Can't build no roots down. Can't grow nothing up. Always moving is no good. Maybe I don't want roots. How about that? I'm not looking to settle. You think when was the last time you spent the week in the same bed? How long ago was that? I asked you. Bet it was a long time. No offense. But I bet it's been a long time for you. We getting close. Don't dawdle now. Die ist so cool. Dieser Sound. Sie liest ihm erstmal die Leviten. Ja, warte mal. War das nicht das, wo wir, was wir hier uns angeguckt haben? Nee, ne? Nee, das ist noch was anderes hier. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Okay. Lacra. Alles klar. Okay. Here's good. Thank you, Mister. Please let me give you this on account of you being so kind. Na, ein Silberring. Ja, gern geschehen. I never have to be on that horse again. Dang animals. So, Pferde mag sie nicht. Wir werden uns hier mal kurz ein bisschen umschauen. Vielleicht gibt es hier noch mehr Interessantes. Okay, das scheint ihre Hütte zu sein. Alles klar, dann gucken wir mal. Das sind hier nur, ich nenne sie mal Sumpffischer. Ah, da haben wir, glaube ich, jemanden, der sich irgendwie mit Angelzeug beschäftigt. Das können wir uns auch nochmal angucken. Welcome to my shop. Please, come, look around. Have you used scent blocker before? Can really change a fella's luck out there. Ich guck mal, was es hier gibt. Okay, wir können hier verschiedene Formen von Ködern kaufen. Lebendige Würmer. Wir haben noch nichts davon. Auch wisst ihr was? Wir decken uns einmal komplett ein. Okay, also zum Anlocken mittlerer Seefische, mittlere Sumpffische. Thank you for your business. Nehmen wir alle mal mit. Use it well. Wer weiß, wann wir mal, ob wir mal doch angeln. Okay, Vorräte, Haferplätzchen könnten wir wieder kaufen. Das ist gut, kaufen ein paar. Und Arzneien, aber da haben wir alles, was geht. Alles klar. Gut, interessant. Und was kann man verkaufen möglicherweise? Wisst ihr was, verkaufen mal das Zeug, was wir selber herstellen können. Pferdeerwecker. Ja. Gut. Haben wir gleich noch ein bisschen was verdient. Alles klar. Da fällt mir noch eine Sache ein, die ich im Inventar gesehen habe. Und zwar, wir haben hier tatsächlich noch wieder was wir nutzen können. Ginseng-Elixier. 75% für Stufe 7 haben wir da erreicht. Okay. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Er flickt hier irgendwelche Netze? Nee. Stickte. Frau, die irgendwas anderes. Good evening. Good evening. Von wegen er. So. Da scheint der Ort schon wieder zu Ende zu sein, beziehungsweise dahin ist irgendwas anderes. Ich orientiere mich mal ganz kurz auf der Karte. Also, das Ganze besteht hier tatsächlich nur aus 3-4 Hütten. Allerdings sehe ich gerade, wir haben hier mal eine Markierung gemacht, weil uns das interessierte, wo es da noch hingeht. Das ist nochmal so eine Halbinsel in diese Richtung. Das können wir uns mal angucken. Scotch, komm mal her. Was ist mit dir? Hey there, partner. Warum stehst du da im Morast? Bist du am Angeln? Oh, jetzt wird es gleich dunkel. Ich will hier eigentlich nicht im Sumpf übernachten. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Lass uns das nochmal schnell begucken. Okay, das ist... Oh Gott, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe schon... Oh mein Gott. Kommt man hier wie trockenem Fuß ist dahin? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scotch, hau ab. Hau ab. Oh Gott. Ich hasse Alligatoren. Okay, also der Plan war so richtig doof.
You're a good boy. Oh mein Gott, nee, weg hier. Der Sumpf ist nervig. Lasst uns zurück hier auf den ursprünglichen Weg. Und wir werden dann wahrscheinlich heute mal in der Wildnis übernachten. Weil wir jetzt nicht rechtzeitig zum Lager zurückkehren. Aber ein bisschen reiten wir noch, auf jeden Fall aus dem Sumpf raus. Und ich glaube, wir gönnen Scotch mal was Gutes, indem er mal ein Haferplätzchen hier extra bekommt. Nach dieser kleinen Aufregung. Was ist da? Da sind auch schon wieder Feinde, oder was? Irgendwas ist da. Wildtier? Ist das ein Bär? Der rennt ganz schön schnell für einen Bär, oder was? Irgendwas geht da voll ab. Ah, nee, wenn, dann sollten wir das Gewehr mitnehmen. Und zwar mehrere. Aber jetzt scheint das Thema schon wieder durch zu sein. Scotch ist immer noch irgendwie aufgeregt. Ach, lassen wir das. Komm, wir hauen ab aus dem Sumpf. Das war der Plan, daran halte ich mich jetzt. So, dann suchen wir uns gleich mal ein schönes Plätzchen. Ich denke, wir werden da nicht mehr hinkommen zu diesem Gehöft, das wir uns ausgesucht haben. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall ein bisschen angenehmer aus. Jetzt haben wir übernachten. Hier oben war die Hütte, aber ich glaube, da können wir nicht direkt übernachten, oder? Die Hütte, die wir mit Sean ausgenommen hatten. Ja. Okay. Und bevor es zu dunkel wird, würde ich sagen, na, oder reiten wir noch zu dem Gehöft? Wir könnten ja eigentlich hier quer rüber reiten, da ist es nämlich schon. Da hinten sehen wir auch ein anderes Lager. Vielleicht können wir ja da auch mit übernachten. Vielleicht da ist da ein freundlicher Typ, aber erstmal gucken wir, was hier los ist. Ein großes Haus, alles ziemlich düster. Da steht aber. Steht da jemand? Ne, das ist eine Vogelscheuche. Sieht aber irgendwie gruselig aus, diese Vogelscheuche. Immer so richtig gruselig. Ich würde sagen, hatte ich nicht eben Lager gesehen da hinten? Ich würde sagen, dieses merkwürdige Haus. Das erkunden wir mal im Hellen. Das ist mir jetzt nicht ganz geheuer. Hier ist auch ein Gehöft. Okay, gut. Dann werden wir jetzt lagern. Ah, schaut mal. Am Fuße dieses Hauses hat er seinen Platz gefunden. Okay, ich glaube, wir brauchen nichts kochen. Wir sollten aber... denke ich mal, noch was essen. Genau. Nehmen wir wieder ein Stück Wildfleisch. Hervorragend. Und was ich gerne noch mal schauen würde, ist, was im Tagebuch zuletzt notiert wurde. Kennen wir das schon? Clemens Point. Das hatten wir, glaube ich, schon. Das war der letzte Eintrag, den wir kennen. Oh, er hat Rhodes gezeichnet. Sehr, boah, wie detailliert. Sehr schön. Wir haben in der Nähe der Stadt Rhodes uns verkrochen, tief im Baumwollgebiet. Der Ort hat sich nie ganz vom Krieg erholt und die Einwohner, die nicht zu betrunken zum Denken sind, sind immer noch wütend. Die Betrunkenen, und das ist deutlich die Mehrheit, sind noch wütender, aber vielleicht aus anderen Gründen. Wirklich absurd wird das alles hier aber, wenn man bedenkt, dass wir jetzt offenbar als Hilfs-Sheriffs für den örtlichen Gesetzeshüter arbeiten.
Ja. Und für ihn schon einen wichtigen Entflohenen eingefangen haben. Allerdings haben wir das eher gemacht, um den schmierigen alten Trelawney zu retten, der wegen irgendeiner seiner üblichen Dummheiten hinter Gittern gesessen hat. Offenbar gibt es hier seit langem eine Blutfehde zwischen zwei alteingesessenen Familien und sowohl Dutch als auch Hosea glauben, dass sie auf einem Haufen Gold sitzen. Wir werden ja sehen. Ah, da haben wir das Rhodes Parlor House. Sehr schön. Oh, und Sadie. Mrs. Adler, die Witwe, die wir vor einiger Zeit gerettet haben, ist vielleicht die verrückteste von uns allen. Sie kämpft wie ein in die Enge getriebener Iltis mit einer Wut und einem Blutdurst, der mir eine Heidenangst einjagt. Wenn ich mich je mit ihr anlege, bin ich ein toter Mann. Was ich aber nicht vorhabe, denn sie ist eine wunderbare Frau, amüsant und gutherzig und anständig und zornig. Ich bin mit ihr einkaufen gegangen, um zu verhindern, dass sie den alten Pearson mitten im Lager in Stücke hackt. Und als wir dann überfallen wurden, wurde sie völlig zu Furie und hat gezeigt, dass sie mindestens ebenso gut töten kann wie jeder von uns. Ja, ich hab's ja geahnt, dass Arthur da irgendwie Zuneigung empfindet, zumindest. Clemens Point, ich habe einen Kerl namens Miss Margaret getroffen, ein tierbändiger und Zirkusdarsteller oder Darstellerin, Herren der Gefahren, ein ziemlich ausgefallener Mensch. Er möchte, dass ich ein paar entlaufene Tiere suche. Das haben wir dann gemacht. Vor einiger Zeit habe ich einen merkwürdigen Kerl getroffen und so weiter. Sind alle Engländer so komisch? All seine Tiere waren ebenso falsch wie der Rest seiner Zirkusnummer. Bis ich dann einen entlaufenen echten Löwen aus Afrika finden und zurückholen sollte. Ich habe gedacht, das ist noch so ein verkleideter Hund, aber nein. Es war wirklich ein echter Löwe, der mich für willkommenes Futter gehalten hat. Nachdem ich ein Zebra gejagt hatte, das ein Esel war, und ein Tiger, der sich als Puma rausstellte, und noch ein Tiger, der bloß ein Hund war, glaube ich jedenfalls, habe ich den Überblick verloren. Eine Assistentin, die eine echte Frau war, dazu dieser englische Verrückte in Frauenkleidern, der vorgab, all das zu sein, was er nicht war. Man soll niemals zum Theater gehen. Dieser komische Engländer hat mir als Belohnung einen ziemlich dicken Smaragd gegeben. Vielleicht war er doch kein so übler Kerl. Okay. Das war seine letzte Aufzeichnung. Jetzt schlafen wir bis zum Morgen. Hat direkt noch einen Tagebucheintrag gemacht. Wisst ihr, wo wir das jetzt schon quasi gemacht haben? Schauen wir mal, was er jetzt noch geschrieben hat. Ah, er hat nur das, was er probiert hat, aufgezeichnet. Auch nicht schlecht. Okay, dann hocken wir uns nochmal ans Feuer und werden uns einen Kaffee in gewohnter Weise brühen, genau. So, genieße es. Das Wetter scheint ordentlich zu sein, hervorragend. Okay, und dann machen wir Frühstück nochmal für uns. Und was essen wir dann zum Frühstück heute mal? Ein Brötchen. Perfekt. Und dann noch ein bisschen Fischfilet mit Thymian. Großartig. Und zu guter Letzt gibt es noch kleines Zigarettenpäuschen und dann geht's los. So, brechen wir mal bitte das Lager ab. Und das ist ja hier wirklich genau das, wollte ich ja eigentlich erkunden. Diesen schönen Ringneck Creek. Faszinierend. Wirklich hübsche Gegend hier. Dann lass uns aber erstmal oben zum Haus gucken. Da vielleicht rein können, ob da jemand ist. Ist ja wirklich ein Riesenanwesen. Hier vorne ist noch so eine Art Scheune. Jetzt fängt es doch mal an zu regnen. Wie immer sehen die Häuser völlig verwahrlost aus, die hier so einzeln rumstehen. Aber wir wissen, das muss nichts heißen. Na, gucken wir mal hier kurz rein.
Ne. Hier scheint nichts Interessantes zu sein. Hier ist alles vernagelt und verriegelt. Sieht im Moment nicht so aus, als würden wir hier reinkommen. Da hängt ein Zettel. Können wir den lesen? Tatsächlich. Interessant. Enteignungsbescheid. Auf Anordnung des Richters Merrill the Folden und der Gerichtsbarkeit des Staates Lemoyne wird dieser Grundbesitz einschließlich aller darauf befindlichen Güter zwangsenteignet und der Bank von Rhodes übereignet. 1895, schon einige Zeit her. Und dementsprechend ist hier auch abgeschlossen. Und hier sehen zumindest die Fenster nicht so aus, als ob man reinkommen könnte. Wir umrunden einmal das Haus, alles zugenagelt. Ich glaube, da kommt man auch nicht rauf irgendwie. Ja, da ist der gleiche Zettel vermutlich vorne nochmal dran. Da wird nichts anderes draufstehen. Okay, alles klar. Ja, angebrochene Gin und sowas kann man mitnehmen. Nee, hier scheint für uns nichts Interessantes zu sein. Dann würde ich sagen, reiten wir runter mal diesen Fluss entlang, südlich, den wir noch nicht kennen. Ja. Da ist das nochmal ganz interessant. Ich hoffe, wir kommen mit Scotch gut durch den Wald. Mal gucken. Vielleicht sehen wir mal ein bisschen Jagdbeute. Ja, dann sollte man natürlich nicht so auffällig reiten. Aber auf jeden Fall sehr schön. Sehr schön das Ganze erstmal gelegen. Ah ja, okay, hier ist so eine Art Halbinsel. Ist gut so. Gibt es hier noch was Interessantes? Glaub nicht. Gut, dann folgen wir mal dem Bachverlauf. Schön, wie die Sonne sich hier durch die. Das Licht der Sonnenstrahlen sich durch die Bäume bricht. Wunderbar. Allerdings hier nicht so einfach zu reiten. Scotch will auch nur ganz langsam reiten. Ich kann gar nicht schneller. Ja. Naja. Kann ich verstehen. Ist gut. Oh, warte mal, da sehe ich ein Eichhörnchen. Aber das kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Gucken mal. Ah, da ist es schon weg. Wie das Eichhörnchen so an sich haben. Yep. Haben wir einen Hasen? Drei-Sterne-Hasen? Das waren Drei-Sterne-Hase. Na? Ja! Perfekt! Wunderbar! Jetzt brauchen wir nur noch ein Drei-Sterne-Eichhörnchen. Und genau, wegen der Kunstausstellung. Ja, wunderbar. Sehr schön. Verstauen wir? Die Frage ist, wie liefern wir das eigentlich jetzt ab, diese Geschichte? Na, kümmere ich mich, wenn wir das Eichhörnchen haben. Aber eigentlich ist hier Eichhörnchen gegen, ne? Vielleicht sollten wir noch nicht so schnell davon reiten, aber ich fürchte, auf Eichhörnchensuche zu gehen, das wird ziemlich mühselig. Reiten wir mal hier weiter runter. Da vorne sehe ich noch was. Ist das ein Eichhörnchen? Ja. Vielleicht haben wir Glück. Oh, wie gemein, ne? Wir hätten es auch untersuchen können. Es hatte uns gar nicht gesehen. Westliches Grauhörnchen. Das kennen wir auf jeden Fall noch nicht. Ist aber nur ein guter Kadaver gewesen. Das westliche Grauhörnchen ist ein in den bewaldeten Gebieten von West Elizabeth und New Hanover beheimateter Allesfresser, dessen Nahrung aus Nüssen, Beeren, Samen, Eiern und kleinen Vögeln besteht. Gut. Tja,
perfekter Zustand. Das ist das, was wir brauchen. Insofern hilft uns das jetzt nicht weiter. Come on now, boy. Aber vielleicht treffen wir ja noch auf eins. Ich werde mal hier weiter im Schritttempo reiten. Da ist noch eins. Shit. Nee, das war gar kein... Oh Gott, ich bringe hier ein Kleintier nach dem anderen um. Sehr, sehr willkürlich, aber im Zweifel können wir es essen. Im Lager freut man sich. Was hatten wir hier? Was war das? Das war ein Nagetier, was wir auch noch nicht kennen. Oh Mann. Ein Streifenhörnchen. Okay. Ist das auch so eine Art Eichhörnchen? Streifenhörnchen sind in bewaldeten Gebieten und so weiter. Die essen im Prinzip dasselbe. Vielleicht lohnt es sich hier mal ein bisschen, sich auf die Lauer zu legen. Da hinten habe ich ja schon wieder was gesehen. Na, kommt. Ihr Eichhörnchen. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme nochmal diesen Geruchsköder. Quatsch, die Geruchstarnung. Vielleicht ist das dann noch hilfreicher. Wenn wir jetzt mit ein bisschen Geduld uns auf die Lauer legen, kommt vielleicht noch ein Eichhörnchen um die Ecke. Also von hier aus hat man zum Beispiel ein super Schussfeld auf die andere Seite. Ich gehe mal hier den Hang entlang. Und dann gucken wir mal, ob wir was sehen. Auf jeden Fall ist das Eichhörnchengebiet. An dieser Stelle ist ein ganz komischer Grafikbug. Ich sehe nichts. Haben unsere zwei Schüsse hier oder drei Schüsse alle Kleintiere hier vertrieben? Ja, wahrscheinlich muss man das so machen, wie ich es eben gemacht habe, dass man einfach, wenn man unterwegs ist, immer mal die Chancen nutzt, wenn da was hoppelt am Wegesrand. Hier sind so schöne Vögel, die können wir zumindest mal untersuchen. Scharlachtangare. Okay. Die Scharlachtangare ist eine in den bewaldeten Gebieten von so und so beheimatete Allesfresser. Hut, Accessoires, wie alle Singvögel, sind sie nur für Hüte zu gebrauchen, aber wollen wir nicht. Aber auch die fliegen sehr spät weg, also die Geruchstarnung wirkt vielleicht auch auf die Vögel, bin mir nicht sicher. Aber ich sehe kein Eichhörnchen. Da unten ist was. Ein Nagetier. Das wir zumindest untersuchen können. Könnte auch ein Biber sein, oder? Eine Bisamratte. Warte mal, brauchen wir eine Bisamratte? Ja! Eine Bisamratte ist auch gut. Eine 3-Sterne-Bisamratte. Das ist auch gut. Brauchen wir für irgendwas im Lager, habe ich mir aufgeschrieben. Hervorragend. Bringt doch was hier. Also, amerikanische Bisamratten leben hauptsächlich entlang der Flüsse und Ufer in New Austin. Als Allesfresser besteht ihre Nahrung aus Wasserpflanzen. Handschuhe können wir damit herstellen. Oder irgendwas anderes machen im Lager, wie gesagt. Ich hoffe, du kannst du in dein Täschchen stecken, ansonsten müssen wir zu Scotch laufen. Nein, können wir nicht. Gut, dann müssen wir zurück zum Pferd, hilft nichts.
Wir könnten es natürlich auch herrufen. Machen wir mal, dass er uns entgegenkommt, weil ich will noch einen Versuch hier starten. Hier läuft es gerade irgendwie so gut. So, Scotch. Wah! 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 Was war das denn eben? Wir wurden verfolgt. Oh mein Gott. Nee, doch nicht ablegen. Du sollst das an Scotch hängen. Oh mein Gott. Das war ja gruselig irgendwie. So, auf jeden Fall, unsere beiden Plätze sind jetzt erstmal besetzt. Insofern, aber das, wenn wir ein Eichhörnchen finden, dann, glaube ich, steckt er das in die Tasche. Insofern, kommt, ein Versuch unternehmen wir noch. Ein Versuch unternehmen wir noch. Guck mal wieder. Nee, Scotch, jetzt bitte nicht kommen. Scotch, wie kann ich dir sagen? Bleiben, bitte. Bleiben, genau. So. Hold here, boy. Okay, also nochmal. Nochmal. Da drüben ist ein Hirsch. Entsprechende Waffe haben wir jetzt nicht mit. Da sind auch Hirsche unten. Hier interessiert uns jetzt erstmal nicht. Da ist irgendwie ein Kleintier. Ein Öst. Achso, das ist ein Truthahn. Das kommt da hinten angelaufen. Ah, das sind auch Truthähne. Ist da noch was? Nee. Das war nur ein Stein. Was haben wir denn da? Das ist noch ein Dreier-Eselhase. Der wäre schön gewesen. Der wäre eigentlich noch schön gewesen, auch wenn wir ihn jetzt nicht... Ah, wir hätten ihn nicht verstauen können. Aber wir brauchen, glaube ich, noch einen Eselhasen, auch fürs Lager. Insofern, Hase ist weiterhin das Thema. Aber eigentlich ist das Thema Eichhörnchen. Wildschwein. Auch gut. Bräuchten wir auch. Also ich muss mir... merken, wenn ich das nächste Mal auf so eine Pirschjagd gehe, dann sollte ich neben dem Wurmend auch immer noch das andere mitnehmen. Ich sehe was. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist eine Bisamratte. Aber auch nur eine 2 Sterne. Benötigen wir nicht. Da hinten ein dickes Wildschwein. Wofür wir die falsche Waffe haben. Da habe ich jetzt wieder was wegflitzen gesehen. Da hinten, aber auch das ist wieder ein Eselhase. Kein Eichhörnchen in Sicht, Leute. Bisamratte. Okay, gut. Pass auf, dann gehen wir jetzt zurück zu Scotch. Falls wir auf dem Weg noch was sehen sollten, dann ist es so. Ansonsten beenden wir diese kleine Jagd und diese etwas ruhigere Folge. Allerdings... 2, 3 Sterne Kleintiere, damit bin ich durchaus zufrieden. Was haben wir hier? Da habe ich was gesehen. Was? Grauhörnchen. Verdammt, da ist es. Aber nur 1 Stern. Hier unten. 2 Sterne. Ah, das wäre es gewesen. Das wäre jetzt ein wunderbarer Abschluss gewesen. Aber es bringt uns nichts. Warte mal, wir sollten das vielleicht mal... Dann macht er ja automatisch, ne? Genau. Gut. Ein letzter Blick auf die andere Seite. Was hockt da hinten? Ein Eselhase. 2 Sterne aber nur. Okay. Dann war's das, Leute. Weil wir jetzt ein bisschen wild dabei haben, denke ich, ist der Plan so, dass wir erstmal zurück ins Lager reiten. Und wir werden einfach mal hier so versuchen, querfeldein diese Gegend mitzuerkunden. Hier sehen wir auch noch Hasen. Vielleicht treffen wir ja noch auf ein Wildschwein. Aber das ist das Ziel. Dann geben wir das dort ab. Und
werden dann vermutlich erstmal die Grey-Geschichte uns anschauen. Irgendwie war das der erste Auftrag, oder das ist das erste Thema, was wir bekommen hatten. Die Markierung können wir wegnehmen. Halt, aber warte mal, hier muss irgendwo noch ein Haus sein. Okay. Ah nein, das ist kein Haus, sondern nur eine alte... Was ist das denn? Das ist ein Friedhof oder sowas. Das ist dann unser letzter Blick heute. Ja, es sind irgendwelche Grabsteine. Nichts Weltbewegendes, wie es ja aussieht. Okay, gut. Also, das hätten wir auch. Dann haben wir einen Plan fürs nächste Mal. Ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut. Euer Steinball.